Im letzten Jahr haben wir schmerzhaft erlebt, wie verwundbar uns einseitige Abhängigkeiten machen. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, haben wir als Bundesregierung und in der EU De-Risking zum Gebot der Stunde gemacht. De-Risking zum Gebot der Stunde gemacht. Dazu gehört, dass die Verantwortlichkeiten für riskante unternehmischere Entscheidungen klar bleiben. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolke. Ja, echt, die Tante, die ist ja total klasse. Ich könnte mich jedes Mal beömmeln, wenn die den Mund aufmacht, wirklich. Die kriegt ja nicht einen Satz ohne Fehler raus. Klasse, klasse, klasse. Ich finde das schrecklich. Ich finde das absolut schrecklich. Nee, das ist klasse. Die sollte eigentlich der Politik einen Nagel hängen und so eine Karnevalsbox ziehen und Büttenreden halten. Die Leute würden sich alle beömmeln. Du kannst die Kleine doch nicht in eine Karnevalsbox schicken. Das willst du dem Volk antun. So eine Person, dem Volk, die nur ihren Spaß haben wollen, ein paar Tage im Jahr. Also bitte, Leute, so grausam sind wir doch gar nicht. Ich vielleicht, aber du doch nicht. Leute. Ich denke mal eher, da müsste man mal ein anständiges Paarungsritual unterziehen. Da durchblutet das Gehirn, ne? Was? Weißt du, ich habe ja früher öfter mal gesagt, weißt du, war scheißegal, Fahne drüber und ab für Vater an. Aber die... Nee, die verspricht sich ja schon beim Stöhnen, ne? Stell dir vor, und sagt, mach die dann nachher noch, also in diesem Sinne, weitermachen, Entschuldigung, sauber bleiben, tschüss.